Moin moin Seekords Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Play hier auf eurem Seekords Kanal. Ja, es gibt mal wieder ein neues Replay und zwar von Fintefuchs92, der hat uns das Ganze eingeschickt und wir sind heute mal wieder auf Mitte unterwegs und zwar mit der Sinop. Ja, Tier 7 Schlachtschiff der UdSSR und wir wissen ja alle, manchmal sind die Mittiergefechte spannender als die Hightiergefechte. Ja, und wenn auch ihr ein tolles Replay habt, dann gerne unter replay.seekords.de euer Replay einschicken. Alle 4 Endscreens nicht vergessen, Kapitänskillung und Verbesserungen mit anhängen. Und dann sehen wir uns euer Replay vielleicht demnächst hier auf unserem YouTube-Kanal an. Ja, zunächst schauen wir uns aber erstmal seine gewählten Kapitänskillung und die Verbesserung an. Ja, und was fällt uns da auf? Und zwar noch nicht so viel. Wir sind halt auf Tierstufe 7 unterwegs. Da gibt es noch nicht so viele Möglichkeiten, was man bei der Verbesserung einbauen kann. Und eigentlich habt ihr auch gar keine großartige Alternative. Und zwar hier haben wir die beiden Schadensbegrenzungsmodifikationen drin. Ja, die Zielgenauigkeit, die würde ich auf jeden Fall einbauen. Und da sind wir eigentlich auch schon so ziemlich durch. Ja, beim Kapitän sehen wir hier nur einen 10er Kapitän drauf. Also natürlich solltet ihr euch euren Kapitän mit aufbauen und mit nach oben immer denn ziehen, dass ihr möglichst, wenn ihr auf Tierstufe 10 angekommen seid, so ein 18er, 19er Kapitän habt. Und im Idealfall habt ihr dann auch den Nikolai Kuznetsov hier drauf. Der bringt euch nämlich noch ein paar Bonis. Ja, was sehen wir hier? Schneller Granatenwechsel, Turmdrehzeit auf Slot 2. Dann haben wir im dritten Slot drinne Grundlagen der Überlebensfähigkeit und im vierten Slot den Tarnungsmeister. Ja, und für alle, die sich fragen, was soll ich denn so als nächstes skillen, weil ich habe schon 18er, 19er Kapitän und bin mir vielleicht ein bisschen unsicher, ja, definitiv hier ein Survival-Bild wählen. Notreparaturexperte wäre meine nächste Wahl und natürlich der Brandschutz. Ja, und warum der Notfallreparaturexperte? Ja, guckt mal da ganz unten, Schadensbegrenzungsteam hat eine Zahl dran und zwar 4. Ja, das kennen wir ja sonst nicht bei den Schlachtschiffen und zwar haben wir hier eine Begrenzung drin. Also ihr könnt das Schadensbegrenzungsteam nur 4-mal einsetzen und dann ist Schicht im Schacht. Also der nächste Brand oder das nächste Flooding wäre dann nicht mehr gegen zu reparieren, deswegen immer clever einsetzen und dementsprechend könnt ihr mit dem Notreparaturexperten, wenn ihr diese Skillung gewählt habt, nochmal einen oben drauf setzen und zwar eine Anwendung mehr beim Schadensbegrenzungsteam und plus 10% Wirkungsdauer beim Schadensbegrenzungsteam und der Reparaturmannschaft. Ja, Brandschutz kennen wir alle, minus 10% Wahrscheinlichkeit von Brennen und minus 1 Brandherd. Ja, weiterhin auch natürlich der Adrenalinrausch ist, denke ich mal, bei den Schlachtschiffen relativ Standard schon geworden und dementsprechend auch zu empfehlen. Ja, gucken wir uns mal das Matchmaking an, ziemlich ausgewogen hier, alles von Tierstufe 6 bis Tierstufe 8 ist vorhanden, gegenüber da zweimal die Charnos unterwegs. Ja, wir haben nur einen Zerstörer und ein U-Boot, 4 Kreuzer, jede Menge Schlachtschiffe und wir haben einen CV auf der gegnerischen und natürlich auch auf unserer Seite, Seraph auf unserer Seite, Ranger auf der anderen Seite. So, und jetzt legt er sich erstmal gleich mit 2 Charnos an und weiß ich immer nicht, ob das die beste Idee ist, je nachdem wie die Charnos hier beide fahren und natürlich auch wie viel Support wir im Hintergrund haben. Hinter uns ist eine Gneisenau, der bleibt aber erstmal stehen. Oh, das war eine schöne Salbauer gewesen auf die Scharnhorst. Und unsere Miyoko, die in unserer Division drin ist. Genau, da müssen wir natürlich auch aus der Mitte ein bisschen aufpassen, dass da nicht der Beschuss kommt. Und wir sind jetzt auch schon die Gneisenau, die drehen ein bisschen auf uns ein. Da haben wir eine Fubuki, aufpassen auf Torps, die natürlich da durchkommen könnten. Jetzt ist er ein bisschen schon, denke ich mal, in der Bredouille. Setzt auf jeden Fall erstmal nur auf seine Fronttürme. Definitiv hier richtig, nicht irgendwie jetzt versuchen, irgendwie abzuhauen. Zumindest, wenn wir keinen direkten Inselschutz haben, um den Gegner keine Breitseite zu bieten. Dementsprechend lieber bei Ornia so lange stehen bleiben. Die Situation abwarten, bis entweder die Charnos beide hinterm Berg verschwunden sind. Oder wir die Möglichkeit halt haben, abzudrehen. Aber das wird jetzt gleich schwierig werden. Wir brauchen hier auf jeden Fall Support. Also das ist schon eine heikle Situation ist, wenn die beiden Charnos auf uns drauf pushen. Momentan haben wir noch fast alle unsere Strukturpunkte hier vorhanden, aber jetzt greift uns auch noch die gegnerische Ranger an mit seinen Fliegern. So, wir haben Jäger draußen. Ihr seht schon, die Charnos pusht hier aggressiv auf uns zu und die andere wird da hinterm Berg jetzt auch gleich nochmal von der Seite kommen. Also müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht gleich noch die Breitseitensituation für die andere Charnos haben. Da kommen schon die Torpedos, ja, auch von der Charnos schon vorne geworfen. Ja, wir wissen ja, Charnost, die haben beide Torpedos, also das macht die Situation jetzt nicht gerade besser für uns, wenn die hier in den Nahkampf reingehen. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie aus der Situation wir rauskommen. Jetzt haben wir gleich die linke Charnost, der zeigt uns ein bisschen mehr Breitseite, zumindest aktuell gerade. Wäre vielleicht sogar das bessere Ziel jetzt momentan, um denen mal eine anständige Salve zu verpassen. Unser CV unterstützt uns aber auch gegen die Charnost hier, so versucht jetzt hier gleich durch die Nase durchzuschießen. Overmatch 28 mm bei unseren Geschützen hier. Von der Sinop, so vorderer Geschützturm, einen haben wir kurz außer Gefecht setzen können. Charnos da jetzt heftig gelitten, 19.000 und fackelt jetzt runter, also hat mindestens einen Zweifachbrand da drauf. So, verämt jetzt auch noch, beziehungsweise ich glaube, der hat hinter auf die Gneisenau geschossen. So, jetzt haben wir gleich die Situation, aber dass wir hier gut noch rausgekommen sind aus der Situation und die Charnos doch hoffentlich rausnehmen können. Knapp 10.000, da schießt jetzt so einiges drauf. So, und das sollte er gleich hier nicht mehr überleben.
Ja, das sah erst brenzlicher aus, aber es kommt ein Torpedo von vorne. Den nehmen wir mit, den können wir da nicht ausweichen. Trifft uns vorne direkt auf die Nase. Das reparieren wir jetzt auch immer weg. Wir hatten Brand drauf, wir hatten Flooding drauf. Das sollten wir jetzt auf jeden Fall reparieren, weil wir jetzt auch ein bisschen aus der heikleren Situation gegen zwei Scharnos rausgekommen sind. Natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht gegen die andere Scharnos noch irgendwie einen Torpedotreffer kassieren und dementsprechend das Flooding ticken würde. 30 Sekunden, dann könnten wir rein theoretisch das nächste Schadensbegrenzungsteam einsetzen. Aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, das sollten wir uns möglichst lange aufbewahren hier. Der Kampf wird wahrscheinlich noch ein paar Minütchen hier gehen. Sieht nicht nach einem kurzen Gefecht aus. So, jetzt haben wir die Scharnos hier schön Breitseite. Und ich wollte gerade sagen, das sollten wir doch eigentlich finishen. So, und da kommen Torpedos von vorne und die sehen alle nach einem Abwurf auf. Also, was haben wir da? Wir haben irgendwo ein U-Boot in der Nähe. Also, alles, was uns hier erwischen kann. Flugzeugträger, CV, Zerstörer von der Seite und zwei Schlachtschiffe frontal. Ja, also schon eine spannende erste Anfangsphase hier. Wie sieht es momentan aus auf beiden Seiten? Ja, jeweils zwei Schiffe wurden verloren. Punktemäßig alles noch ausgeglichen. Also wir haben hier noch kein Gefecht nach 7 Minuten, was schon einen klaren Sieger oder einen klaren Verlierer abgibt. Die Gneisenau hat jetzt sich hier gebeacht. Der wird es wahrscheinlich nicht mehr so lange machen. Genau, da geht auch schon raus. Das hat die Bismarck da hinten natürlich gesehen. So, jetzt haben wir ein kleines Ungleichgewicht innerhalb von ein paar Sekunden erreicht. Der Gegner hat jetzt geschafft, hier zwei Schiffe von uns rauszunehmen. Da hinten ist aber auch ein Low-Tier unterwegs. Und den sehen wir als nächstes an. Wichtig, dass natürlich so eine Schiffe hier rausgehen und nicht noch länger im Gefecht bleiben. Aber das erledigt die Serov für uns. Und wir können jetzt erstmal nach vorne fahren. Wir müssen jetzt wieder reinkommen, erstmal ins Gefecht. Hier war natürlich taktisch erstmal richtig gewesen, hier den Rückzug anzutreten. Nicht in die Gneisenhaus da beide rein zu brawlen. Ja, dementsprechend der Support war hinter uns gewesen und ist nicht so mit uns mitgefahren. Dementsprechend hat er ja gut agiert, den Rückwärtsgang eingelegt und es beides auch überlebt. So, U190 da. Dementsprechend Flieger raus. Ein paar Wasserbomben abwerfen. Mal gucken, ob der jetzt da drin bleibt. Ja, 10 Sekunden, das könnte knapp werden. Ich glaube, das U-Boot ist schneller auf jeden Fall, als dass die Flieger da sind. Bleibt auf jeden Fall, ja, jetzt, ja, ich wollte gerade sagen, es taucht da gerade. Jetzt bleibt er doch wieder auf 7 Meter. Aber kommt mit der Hauptgeschütze. Nee, wollte er jetzt nicht. Ja, sind wir wieder angepinkt. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Wenn wir jetzt angepinkt sind, wie können wir das Ganze natürlich wieder wegmachen? Ja, und zwar das Schadensbegrenzungsteam einsetzen. Das hat er jetzt auch gerade gemacht. Und das ist natürlich gerade bei den russischen Schlachtschiffen hier ein Problem, weil ihr nur die begrenzten Anzahlen habt. Ja, jetzt haben wir das Ganze wegrepariert und dementsprechend nur noch zwei drauf. Also wir hatten jetzt eigentlich nicht mal irgendwie ein Flooding oder einen Brand drauf, sondern wir haben einfach nur diesen U-Boot-Ping hier gerade weggemacht. Da seht ihr auch schon, die Torpedos kommen trotzdem zentral auf uns zu. Das U-Boot hat natürlich auch die Möglichkeit, hier die Torpedos einfach, ja, irgendwo auf Glück reinzuwerfen und die treffen uns natürlich auch noch ein bisschen. Also deswegen war es sogar noch eine Verschwendung jetzt gewesen, eigentlich das Schadensbegrenzungsteam einzusetzen. Gut wäre es natürlich, wenn wir das U-Boot hier rauskriegen würden. Hauptgeschütze sind drauf. Ja, und auch super gemacht. Jetzt der Volltreffer gewesen. Ja, das U-Boot hat natürlich nicht so viele Strukturpunkte. Dementsprechend, wenn die Hauptgeschütze treffen, dann macht es meistens Aua. Aber das U-Boot, weiß ich jetzt nicht, wie seine Taukapazitäten waren. Weiß ich nicht, ob er es so clever jetzt gerade eingesetzt hat. Hätte hier auf jeden Fall mehr Möglichkeiten gehabt, noch gegen uns auszuteilen. Und jetzt haben wir gleich eine Bismarck da Breitseite. Das sollten wir jetzt auch gleich nochmal ausnutzen. Bismarck nochmal mit knapp 28.000 Strukturpunkten. Wir haben gleich wieder nachgeladen. Ein bisschen muss er sich noch gedulden auf unsere Breitseite. Flieger da auch wieder drauf. Guter Support hier auf jeden Fall vom Flieger hier auf unserer Seite. Dafür natürlich müssen wir ihn auf der anderen Seite. So 10.000er Salve hier drauf gewesen auf die Bismarck. Aber so eine Breitseite muss halt auch bestraft werden. Und gerade die Sinop kann das halt richtig bestrafen. Wenn wir uns die Turmanordnung mal angucken, bei der Sinop zwei Türme vorne, ein Turm hinten, jeweils ein Drillingsturm, 406 mm Geschosse verschießen wir, Reichweite 15,8 km, Standard ist halt nicht gerade so super viel, Nachladezeit 33 Sekunden, also dementsprechend solltet ihr euch auch schon gewiss sein, welches Ziel ihr denn entsprechend anvisiert und drauf schießt, weil Nachladezeit ist so halt geht so. Ja, auch unsere Turmdrehrate ist halt nicht wirklich gut. Bei einer 180 Grad Drehe kommen wir auf 50 Sekunden. Aber jetzt haben wir die Ranger hier vor uns und da brauchen wir gar nicht die Türme drehen. Der steht hier auf jeden Fall ein bisschen zu weit rausgefahren von der Insel und versucht jetzt natürlich uns noch schnell hier runter zu wirtschaften mit seinen Torpedofliegern. Wir sehen schon, da kommen nicht mehr so viel angeflogen hier von der Ranger und ich glaube auch nicht, dass der jetzt die Möglichkeit hat, sich nochmal hier zurückzuziehen hinter der Insel. Also den werden wir jetzt auf jeden Fall rausnehmen. Erste 20.000 hat er gerade schon kassiert, aber ihr seht schon, Nachladezeit ist halt mühselig hier bei der Sinop, aber ich denke mal, die nächste Salbe könnte das ganze Thema hier schon erledigt haben. Ja, jetzt stellt er auch fest, okay, gut, da kommt eine Sinop an, da sollte ich mich mal ein bisschen weiter wegbewegen, aber das wird zu spät hier sein. Ja, und das war es auch schon gewesen, also ihr seht schon zwei Salben hier auf so eine Breitseite.
Ja, das reicht hier für so einen Flugzeugträger definitiv aus. Ranger ist also erstmal kein Problem mehr jetzt für uns. Aber ihr seht auch schon, unser Schadensbegrenzungsteam ist auf 1 reduziert worden und unsere Praturmannschaft ist jetzt aufgebraucht. Also dementsprechend müssen wir jetzt unser Schadensbegrenzungsteam nur noch clever einsetzen, wenn es möglich ist. Und auf der rechten Seite kommen jetzt gleich noch ein paar Schiffchen. Ja, Shaws, Nelson, Warspite haben wir da gleich in der Flanke drinne. Ja, es ist noch ziemlich ausgeglichen alles. Also es kann noch für alle Seiten hier zum Guten oder zum Bösen ausgehen. Punktemäßig führen wir jetzt ein bisschen, aber natürlich für uns gut, dass wir hier viele generische Kreuzer jetzt haben. So, Breitseite Shaws, den sieht er jetzt nämlich nicht kommen. Und die ist ja weich gepanzert. Mal gucken, was wir da jetzt gleich hier an Treffern landen. Oh, das war ein guter Treffer gewesen. Unterstützer im Großkaliber gedroppt, ein Treffer an der Zitadelle. Über 20.000 haben wir den abgezogen. So, Warspite hier als nächstes Ziel. Gucken, ob wir noch drauf schießen können. Er repariert sich jetzt gerade hoch. Flugzeugträger ist da schon wieder im Angriffsmodus drin. Ich denke mal, den nimmt er auch gleich raus. Genauso ist es auch. So, nächstes Ziel auswählen. Natürlich immer eure Breitseitenziele. Schorsch könnten wir da safe sicherlich rausnehmen. Oder er schießt jetzt gleich nochmal auf die München. Der fährt da auch schön Breitseite. Gut anvisieren, die nächste Salve geht raus. München ahnt hier nichts von uns, beziehungsweise reagiert er gar nicht auf uns. Hat natürlich auch Ziele vor sich. So, nächste zieht er hier geschossen. Das sind natürlich die Situationen, wo ihr mit der Sinop reinkommen wollt. Ja, Breitseitenkreuzer, die hier leicht gepanzert sind. Und ihr seht auch schon, er teilt hier halt richtig harte Kellen aus. 5 Zitas hat er in diesem Gefecht schon geschossen, 3 Schiffe rausgenommen und 165.000 an Schaden hier gesammelt. Ja, und belohnt sich halt für die Anfangsphase, dass er die halt überlebt hat, gegen die beiden Gneisen aus und gegen den Zerstörer, der an der Seite war, das U-Boot noch vor uns und gegen den Flugzeugträgerangriff. Ja, dementsprechend kann man sich danach auch hier ein bisschen Schaden hier abholen. Ich denke mal, das Ungleichgewicht sehen wir jetzt eindeutig so. Nächste zieht er auf die München, das nehmen wir dann noch gerne mit. Das ist dann halt kein Problem mehr für so eine Sinop auf so eine Entfernung. Ja, was können wir hier als Fazit ziehen zu der Sinop? Was zeichnet die Sinop aus? Ich denke mal ganz klar, die Hauptgeschütze, ihr habt es gesehen, wenn die halt treffen, dann tun sie halt richtig weh. Dementsprechend als Counter aber auch die lange Nachladezeit. Ihr müsst euch halt überlegen, auf welche Ziele ihr schießen mögt. Gegen ganz viele Ziele vor euch, ja, werdet ihr es wahrscheinlich nicht so lange aushalten, wenn ihr zumindest im Fokus stehen solltet, weil ihr ladet einfach zu lange nach mit 33 Sekunden. Also ihr könnt die Ziele nicht schnell runterschießen. Die haben gleich nochmal eine Nelson-Breitseite. Gucken, ob wir da jetzt gleich rüberkommen. Ja, wieder eine schöne Salve, 16.000, das ist genau das, was ich meine. Also ihr teilt richtig harte Kellen aus, wenn ihr in diese Breitseitensituation reinkommt. Ihr habt viele Strukturpunkte mit 61.600, das steht ja richtig gut da. Ja, Geschwindigkeit ist gut. Da haben wir hier 27 Knoten, auf die wir ohne die Sierra Mike-Flagge kommen. Ja, dafür ist unser Wenderadius ziemlich bescheiden, 960 Meter. Also ihr solltet euch aussuchen, ja, oder beziehungsweise vorher entscheiden, wo ihr hinfahren wollt. Euer Wenderadius ist halt nicht gerade der beste. Ja, und so viel mehr gibt es zur Sinop auch nicht zu sagen. Ihr seht schon eigentlich ein klassisches Schlachtschiff. Hier nehmen wir dann nochmal die Doppelzieher mit und zerstören das nächste Schiff und lassen damit den Kragen frei. Ja, einfach ein klassisches Schlachtschiff mit großen Kalibern. Wie gesagt, Breitseiten werden hier bei den Gegnern bestraft. Selber solltet ihr nicht so viel Breitseite zeigen, das tut dann halt Aua. Dementsprechend haben wir hier das Gefecht eigentlich fast nur aus dieser Bow-On-Perspektive erlebt, wo er mit den Frontgeschützen gearbeitet hat. Dementsprechend hat er es aber auch überlebt. Knapp 1 Million an potenziellen Schaden, was er gesammelt hat, aber viel spektakulärer. 214.000 Schaden mit 5 gegnerischen Schiffen, die hier versenkt wurden durch ihn. Ja, er hat es geschafft, hier auf jeden Fall in seiner Flanke richtig aufzuräumen und hier durchzubrechen. Dementsprechend gewinnen wir das Spiel hier auch gleich. Und ich denke mal, diese Runde hat einen Daumen nach oben hier auf jeden Fall verdient. Ich hoffe, mein Kommentar hat euch auch gefallen. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und natürlich gerne auch dieses Replay hier kommentiert, was euch gefallen hat oder was ihr vielleicht anders gemacht hättet. Ja, und wer diesen Kanal noch nicht abonniert hat, hoffe ich, lässt jetzt auch noch ein Abo da. Ja, alles rund um World of Warships gibt es natürlich hier. Alles zu Updates, zu Schiffseinweisung und. Also, auf jeden Fall ein Abo dalassen, wer es noch nicht gemacht hat, Glocke nicht vergessen. Ja, die San Diego, denke ich mal, hat da hinten jetzt aufgegeben, fährt da jetzt relativ Breitseite zu uns rein. Leider haben wir den jetzt wirklich noch veraimt. Vielleicht kann er gleich noch ein bisschen Schaden mitmachen, der 6. Kill, das wäre doch hier ganz schön. Ja, ich denke mal, als Fazit können wir sagen, auch ein 10er Kapitän im Mid-Tier-Bereich kann hier so ein Gefecht definitiv stemmen und rocken. Aufpassen müsst ihr natürlich mit der Sinop, aber ich denke mal, er hat es hier richtig gut gemacht. Da können wir einiges auf jeden Fall hier mitten im San Diego, wird da hinten getoppt. Und wir haben gleich die Möglichkeit, hier nochmal drauf zu schießen. Genau, schön in Breitseite rauf und da ist der 6. Kill. Veredelt das ganze Gefecht hier nochmal. Ich blende euch die Screenshots ein. Ja, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ihr so ist, wie gesagt, Daumen nach oben auf jeden Fall da lassen. Das war eine 3000er Runde hier auf Tierstufe 7 gewesen. Und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play auf euren Seekurz-Kanal. Bis dahin, macht's gut. Euer Toxic, euer Seekurz-Team.